Hey Hans, wie war das Fest diese Woche da? Wunderbar. Ja, also, viele Leute gehabt, fröhlich, ja. Unglaublich viele Leute gehabt, fröhliche Leute gehabt, schönes Wetter. Der Böck hat ein bisschen lang gebraucht, ne? Ist alles ist wunderbar. Und jetzt bist du aber hässig, gell? Jetzt hast du da etwas mitgebracht. Jetzt bin ich. Oder? Irgendwie Zürich du bist stolz hässig, also weiss ich, sehr und jetzt kommst du da mit einem Artikel, wo es um eine Identitätskrise geht in der Schweiz, oder? Was ist da, warum bringt dich das da auf Palme, der Artikel von Eric Guier von der NZZ? Eric Guier, das ist der Chefredakteur von der NZZ. Für mich ein grosser Chefredakteur. Ich lese alles, was er schreibt. Aber da ist er irgendwie plötzlich im falschen Film auftreten, oder? Das ist seine Rede, die er gehalten hat an der Generalversammlung von der NZZ-Aktionär. Das war jetzt vor einer Woche, gewesen, da, ja, eben ja. Kurz vor dem 6. Leuten. Und was hat er gesagt? Und er hat da einen Hauch von Identitätskrise umweht die Schweiz. Und er fängt an mit der Credit Suisse. Und ich denke, das ist echt das Problem. Ja, Moment, das ist ja das CS Problem, oder nicht? Ja, oder was, ist Problem? Was er auf dieser ganzen Doppelseite nie erwähnt. Von dieser Identitätskrise ist der Verwaltungsrat oder das Management von der Credit Suisse, der die ganze Sauerei angerichtet hat, 10 Jahre lang. Das kommt nicht vor. Also er nimmt als Aufhänger CS-Krise, ja, den Absturz von dieser Traditionsbank und kritisiert dann aber anders. Er schaut nicht mehr anders. Das kann man ja machen. Nein. Er hat jetzt eben die Schweiz ins Visier genommen. Wir haben eigentlich ein Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Führungspersonal und nimmt eben deinen alten Bundesrat ins Visier, den Ueli Maurer. Und das kann er ja machen, weil der Ueli Maurer ist bis Ende vom letzten Jahr zuständig gewesen. Er sagt, ich zitiere, Finanzminister Ueli Maurer hat auch Warnzeichen bei der CS ignoriert. Er hinterließ das Problem seiner Nachfolgerin. Das kann er erzählen, sagen wir, wenn er einen Gastvortrag hält bei den Freunden der FDP. Genau, FDP heisst die, oder? Weil ich nehme ja auch an, dass die Freunde der FDP weitgehend identisch sind mit dem Aktionariat von der NZZ. Aber als Chefredakteur von dem Weltblatt, das wir in der Schweiz noch haben, kann er das nicht erzählen, weil es stimmt nicht. Ja nicht. Ja, also warte mal schnell. Also doch, es stimmt ja. Nein. Also erstens mal finde ich jetzt seinen Punkt, dass wir müssen über unser wichtigstes Führungspersonal nachdenken, absolut richtig. Das betrifft FINMA, das betrifft Nationalbank und das betrifft natürlich jetzt in dieser Geschichte um CSU auch das Finanzdepartement. Und genau dort... Und Credit Suisse. Ja, natürlich, Credit Suisse sowieso. Credit Suisse ist die Ursache des ganzen Debakel, das wissen wir. Aber er schaut jetzt einfach nur anders hin. Das ist ja okay. Er soll jetzt einmal, er kann einmal weggehen in dieser Rede vom Paradeplatz hinschauen zum Bundesplatz nach Bern. Hat er gemacht. Und dann landet er beim Ueli Maurer. Und warum soll er nicht beim Ueli Maurer landen? Der Ueli Maurer war wie viele Jahre Finanzminister? 10 Jahre lang. Ja. Er hat die CS auf dem Tisch gehabt, letzten Herbst. Also, bitteschön. Also, der Ueli Maurer ist ja nicht der Vorgesetzte von der Finanzmarktaufsicht, von der FINMA. Die FINMA ist ja unabhängig und selbstständig oder nach Gesetz. Sondern es gibt damals, im 2008, hat es ein Dreierkollegium oder drei Parteien, die sich zusammengetan haben, die gesehen haben, dass es schwierig wird, die hervorragend die Bankenrettung von der UBS gemacht hat. Das Finanzdepartement war. Die Federführung hat die Nationalbank gehabt und die EBK oder jetzt die FINMA. Und warum jetzt der Ueli Maurer? Es gibt ja noch andere Chefredaktoren in der Schweiz als der Eric Guier. Zum Beispiel der Patrick Müller von der CH Medien, oder? Er sagt. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Eric Guier und dem Patrick Müller. Patrick Müller hat mit dem Ueli Maurer geredet, am 6. Leute, und der Eric Guier hat sicher nicht geredet mit dem Ueli Maurer. Und so den Stab brechen über einen, ohne mit dem geredet zu haben, ist ein bisschen speziell. Das kann man vielleicht hier vorwerfen bei uns. Aber Eric Guier hat eine Rede gehalten an der Generalversammlung von der NZZ. Ich gehe auf den Patrick Müller ein, weil du hast den mitgebracht, oder? Ja. Und er zitiert dann da eben auch den Ueli Maurer, oder? Aus dem kurzen Gespräch. Und dann heisst es, der Maurer traf sich im Oktober mehrfach mit Jordan und mit der FINMA-Präsidentin. Dabei wurde auch über den Worst Case gesprochen. Klingt ja gut, nur reden tun wir immer, machen tun wir nichts. Es ist ja dann nichts gemacht worden. Er hat einen Bund der Bundesrat berichtet, und das steht ja dann auch, er hat den Bundesrat nicht schriftlich dokumentiert über die Gespräche und über die, sie haben ja Varianten, sie haben es ja dargelegt miteinander, haben das vorbereitet. Und er hat gesagt, er hat das nicht schriftlich abgegeben. Warum? Weil wenn man dem Bundesrat etwas schriftlich abgibt, dann landet es zuerst mal beim Blick. Oder sonst. Und wenn das passiert wäre, wäre das die Sekunde gewesen, wo der Banker angefangen hätte. Oder? Also,
Er hat ja dort eben im Herbst 22 sowieso angefangen, also ist es eine heikle Phase gewesen. Da hat er sicher recht, wenn er sagt, ich hinterlasse keine Spuren, aber vorbereiten sollte man sich schon. Er ist dann Ende 22 aus seinem Büro gelaufen, hat Frau Karin Kehlen-Sutter, Nachfolgerin, Schlüssel übergeben und hat noch öffentlich einmal etwas gesagt zur CS, ein einziges Mal. Ja. Er würde doch jetzt empfehlen oder sich erhoffen, dass man 2-3 Jahre lang ein bisschen ruhig wäre rund um das Thema. Ja. Ich meine, das bleibt einem hängen. Da sagt man, der hat ja seinen Job gar nicht gemacht. Dem ist ja irgendwo vielleicht zu viel geworden und hat vielleicht sogar noch den Abgang weg der CS gemacht, weil er gewusst hat, das könnte heiß werden. Es gibt einen Leitsatz für Chefs. Servir et disparaître. Man macht seinen Job und von dem Moment an, wo man nicht mehr im Job ist, verschwimmt man und sagt nicht mehr. Es ist schon fast eine Ausnahme, dass der Ueli Maurer jetzt nach beim Patrick Müller, wo man wahrscheinlich das Mikrofon angehebt hat auf dem Umzug, die 2-3 Sachen gesagt hat. Er sagt, hat er gesagt, er würde begrüßen, wenn es einen Puck gäbe, Parlamentarische Untersuchungskommission. Er kann ja nicht jetzt reden, weil Servir et disparaître, er verschwindet jetzt, er geht jetzt Velofahren und das ist richtig so. Und der Buck muss das untersuchen und da kommt dann etwas anderes raus, wahrscheinlich, als was man jetzt bei FDP-Kreisen probiert, im Hinblick auf die nächsten Wahlen zu platzieren. Du nimmst ihn in Schutz, verständlich. Du beziehst dich auf die paar wenigen Aussagen, die er gemacht hat, aber genau so machst du es ja. Also zuerst sagst du etwas von wegen, lass doch die Bank jetzt mal in Ruhe, was im Rückblick eine schräge Aussage ist, die jetzt an ihm hängen bleibt. Nachher sagst du, ich habe gar nichts verstecken, mache den Puck und dann sehen wir dann, wie die Sache wirklich war. Mir scheint, er agiert aus der Defensive, weil das Debakel ist gigantisch mit der CS und er war 10 Jahre lang, oder wie lange auch immer, aber sehr lang Finanzminister gewesen. Am Schluss, glaube ich, haben wir die Firma. Wir haben Nationalbank, wir haben vor allem die CS, aber der Finanzminister in einem Land wie der Schweiz hat also auch Verantwortung. Wenn du quasi jetzt die Dimension von so einer Bankenkrise annimmst. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dem Lukas Hässig und dem Ueli Maurer. Der Lukas Hässig, der kann über die CS herziehen und sagen, wie schlecht dass es dort steht. Und das hast du auch gemacht und hast leider recht bekommen, oder? Aber wenn der Ueli Maurer hat eine andere Rolle, der darf das nicht, sonst löst er das aus, was er muss verhindern. Also ich finde, der Ueli Maurer hat es gut gemacht und Karin Kehlen-Sutter hat es gut gemacht. Ich meine, da sind wir anderer Meinung, aber die Lösung, die die drei dann miteinander an dem Sonntagabend gemacht haben, ist eine gute Lösung.